Heute starten wir unsere erste ASMR JT Family Folge. Genau. Es wird die ganze Zeit in dieser Lautstärke sein. Am Ende zieht es als Musik, gell? Ich weiß, es ist nicht Sonntag. Ich weiß, es ist auch nicht Montag. Und ich weiß, ihr seid happy, das zu sehen. Ich weiß es. Wir versuchen euch jetzt bis während Ramadan mitzunehmen, euch zu zeigen, was wirklich geile Rezepte sind, damit ihr die nachmachen könnt. Oh, push und nicht zu viel. Ja, gleich, wir schmieren einfach nur ein Brot. Ja, das meine ich ja. Bro, die nehmen Blatt und Stift raus. Toast, Käse, Toaster. Perfekt. Das Ding ist gerade, wir haben 2 Uhr und wir sind gerade aus dem Büro zurückgekommen, haben dort Reactions gedreht, dies, das. Ja, die sind übrigens richtig geil geworden. Checkt unbedingt JT Reaction ab, unser Zweitkanal. Momentan kommen so geile Reactions. Ja, ich muss sagen, also da will ich abchecken, da will ich vorbeischauen. Wir haben sogar auf dem Ramadan-Vlog auf unseren eigenen reagiert. Ja. Obwohl wir nicht so oft auf unseren eigenen Content reagieren, aber weil wir immer sagen, nee, Mann. Wir haben das per Zufall gefunden. Wir sind so durchgegangen, wir so, auf was wollen wir reagieren? Auf einmal hatte ich das gesehen. Ich so, ey, guck mal, vor einem Jahr Ramadan, jetzt ja wieder Ramadan, sind wir reingegangen und dachten, süß. War das süß? Süß knuffig, so hab ich gemacht. Das Ding ist jetzt nur, ich bin eigentlich richtig müde und ich habe auch keinen Appetit. Ich habe gar keinen Hunger. Lass mal bitte schlau essen, weil wenn wir jetzt auf mich hören würden, ich meine es ernst, ich würde das einfach Waffeln mit Nutella fetzen. Ich weiß, gar keinen Bock. Ich richtig gar keinen Bock. Aber lass mal bitte was essen, wo ich dann morgen früh sage, danke, dass du das gegessen hast. Okay. Also auch nicht Haferflocken, so lass nicht übertreiben. Ich dachte, wir essen einfach Toast, wir toasten das mit so irgendwas Toast drin. Aber das Toast saugt so die Flüssigkeit, hast du voll Hunger morgen. Einmal sind wir aus dem Büro gekommen, Leute, da hab ich Toast gegessen, 4 Scheiben. Die ganze Nacht habe ich geweint, da wurde gesagt, ich habe so Bauchschmerzen. Ich dachte wirklich, mein Bauch platzt gleich. Ist kein Toast, was soll ich gehen? Kein Toast! Und keine Eier. Fuck. Fängt ja schon gut an mit unserer Rezeptidee, ne? Wie improvisiert man während Sahur? Step 1. Guck erstmal, was du im Schrank hast, Bruder. Ohne Zutaten geht gar nichts, ne? Egal, Sahur kommt im nächsten Vlog. Das fängt schon mal schlecht an, ne? Wir haben gerade eine halbe Stunde gesucht und wir essen jetzt. Oh, Totti. Wir essen jetzt Müsli. Oh mein Gott, nein. Deswegen war das in einer Tüte. Oh, Totti, du machst noch mehr. Hä, hey, wer hat da noch einen gemacht? Weiß ich nicht. Okay, das ist echt blöd. So in die Schüssel rein. Nein, Totti. Hier wurde doch hier voller Chemikalien. Nein. Bruder, wer hat das auch gemacht, ganz ehrlich? Ey, war das ein Haferflocken? Das sättigt doch gut, oder? Ja. Ich mach doch ein bisschen rein, weil weißt du warum? Verschwendung. Nein, nicht wegen Verschwendung. Deine Wäsche, die du gerade anhast, wird ja auch mit Chemikalien sauber gemacht und du trägst sie. Ich esse sie aber nicht. Und dein Teller, von dem du isst, wird auch in der Spülmaschine gemacht mit Chemikalien. Hast recht. Vegane Milch. Bei dir auch? Mhm. Veganer Löffel. So viel Milch reingemacht. Ja, Norman. Guck mal, das sollte so sein. So dick, guck mal, bei mir. Ja, dann nimm noch ein bisschen mehr Müsli. Ja, der ist ja. Ja, mach so. You guys, I can be superstar. Guys, because of you, I can be a superstar. Manchmal frage ich mich, ob ich ein bisschen, ob die Chips sind. Ich weiß nicht mehr. Das ist der Dinger. Mhm. Das ist der Chip. Das ist für jede Frau. Aha, ich dachte, du sagst nein. Ich wusste, dass du das Ding. Nein, Titi. Natürlich, das ist schon. Seine Frau wird immer hässlich sein. Ja, Mann. JFS, die beide werden gesehen, die sagen nicht, oh mein Gott, who is she? Die werden sagen, oh mein Gott, sie ist ein Jax. Gib hin. Super. Gute Nacht, Baby, ich liebe dich. Bisschen Heizdecker machen. Okay, wir dürfen noch 2 Stunden essen und trinken bis 5.03 Uhr. Und das Ding ist, ich habe gerade nach den Haferflocken so einen Durst bekommen. Ich habe heute schon 1,5 Liter getrunken. Ich habe jetzt nochmal eine Flasche Wasser genommen und habe jetzt vor, Minimum nochmal die Hälfte zu trinken vor dem Schlafengehen, weil ich kenne mich. Ich werde morgen aufstehen und so einen Durst haben. Haferflocken, Leute, das macht irgendwie durstig. Keine Ahnung. Das Ding ist, ich bin noch nicht so richtig müde. Und deswegen dachte ich mir, komm, ich gucke eine Folge oder vielleicht die Hälfte davon von so einer Serie, die geht gerade richtig ab überall mit Theodore James, über den haben wir gerade gesprochen. Guck mal bitte, wie hübsch der ist. Wow, guck mal, wenn er sich bewegt. Der ist so hübsch. Und die Serie heißt The Gentleman. Alter, das geht gerade so ab auf TikTok und so. Ich will mir das jetzt mal anschauen. Guten Morgen. Heute war ein richtig stressiger Morgen. Das war so stressig. Natürlich, mit mir und Tutti ist immer stressig. Aber wieso mache ich auch Arzttermine, wenn ich weiß, dass du davor bis in die Nacht streamst? Ja, Bruder, wir waren gestern bis 4 Uhr morgens wach und wir haben jetzt einen Arzttermin. Wir mussten uns gerade so beeilen. Erst Tutti duschen gegangen. Ich habe noch ein bisschen geschlafen. Danach bin ich schnell duschen gegangen. Ich konnte schon meine Haare machen. Leute, guck, wie die aussehen. Ey, versuch die mal bitte jetzt zu retten, damit das gut ist. Guck mal, ich habe das sogar mitgenommen. Mein Kamm, mit dem ich den immer mache. Oder Haare. Mach die doch einfach so runter. Das geht doch auch. Ja. So wie ich, einfach so. Ja, ich muss das. Oh shit. Ich muss die jetzt alle hier so zur Seite kämmen. Ihr wolltet den Haartutorial sehen. Ich sag euch jetzt, wie ich's mache. Ich glaube, mit den vorderen Strähnen kann ich nichts anfangen. Ja, oder die sind tot. Aber ganz im Ernst, machst du doch einfach hinter die Ohren. Boah, meine Haare sind ja auch full nass.
Ach, wir haben halb, wir sind noch hier. Wir haben schon mal geparkt. Ja. Wir sollten jetzt beim Arzt sein. Jetzt. Und wir brauchen ungefähr bis dahin noch 20 Minuten. Aber nein, eigentlich so 15 Minuten. Oh ja, dann passt ja. Da ist nur 15 Minuten zu spät, Digga, Tutti. Was denn, Mann? Ich will es optimistisch sehen. Vielleicht hat sie gerade eine Patientin, die sich weigert, eine Spritze zu nehmen oder so. Ist doch gut. Ist okay, oder? Hä, das sieht doch voll gut aus. So sehe ich jeden Tag aus. Das ist okay für dich. I got you guys, I will always catch you. Jetzt drückt Tutti aufs Gas. Cool, die fährt mit zwei Händen, Bruder, dann fährt sie echt schnell. Wir sind nur 10 Minuten zu spät, in einer Minute habe ich Parkplatz gefunden und in 10 Sekunden habe ich auch eingeparkt. Guck dir das mal an hier. Ja, okay, die Lücke schon, ich hatte auch Platz. Ja, also so viel Platz hattest du schon, ne? Okay, komm schnell. Warum machen wir das jedes Mal? Weiß ich nicht. 5 Minuten. 10 Minuten länger zu schlafen. Hat sich gelohnt, sag dir ehrlich. Aber gleich, wenn wir reinkommen, sagt uns mal 200. Wow, ich dachte, fährt los. Nein, ja. Die hat einfach so random eine Nadel drin. Wir sind jetzt wieder draußen. Oh, mein Ohr. Ja, dein Kopf. Oh, mein Kopf. Zeig mal deine Arme. Ja. Das ist alles Akupunktur. Wir waren beim Chiropraktiker. Die macht so, Leute, ruhig, ruhig. Tut ja natürlich geweint, ne? Wie immer. Hat sie gesagt, du musst dich beruhigen. Du bist ja wie eine Vogelscheiße. Cool, tut. Ich hab so geweint, weil ich hab hier, Leute, ich hab so Nackenprobleme schon die ganze Zeit und schnirsche so viel. Ja, und es hat die ganz viele Nadeln gemacht. Die macht so, ihr kommt jetzt wöchentlich zu uns und macht Akupunktur und ich beruhige euch und so, gell? Ah, du hast doch einen Nacken bekommen. Zeig ja deinen Nacken. Echt? Hier, ja, okay. Da. Naja, ganz im Ernst, ich hasse es, wenn ich weine. Ich wollte nicht weinen, aber sie hat Punkte getroffen und dann hab ich geweint. Ja, natürlich, natürlich. Und jetzt, Bruder, ich bin voller Nadel. Alter, guck mal, wie ich aussehe. Die hat meine Haare so genommen. Aber die ist... Ah, ey, was mache ich? Ich bin wirklich Definition von Drama. Die macht die ganze Zeit, weil die ist so richtig cool, Leute. Weißt du, die ist so wie wir. Die ist so locker, die macht so, chillt mal. Ja, die macht die ganze Zeit so gegen meinen Kopf. Die macht so, hör mal jetzt auf zu weinen, ich habe kein Mitleid und so. Und dann habe ich so gesagt, ich brauche kein Mitleid. Ich brauche Hilfe. Guck mal, wie ich mir das gerade reingeballert habe. Komm, guck mal bei dir. Ey, sieht man das? Guck mal, wie tief das drin ist. Oh mein Gott. Wie Müsli. Wir waren spontan noch bei Aldi einkaufen. Geht nicht hungrig einkaufen. Wir haben alles mitgenommen. Wir haben alles mitgenommen. Wir haben von allem doppelt genommen. Guck mal, Brokkoli. Zwei Brokkoli. Zweimal. Sollen wir so einen kleinen Heu machen? Ja. Veganes Fleisch von Aldi, Leute. Das mit Käse drin schmeckt so lecker. Schnitzel, das ist so lecker. Dann ein bisschen diese Knorr-Dinger und sowas. Braucht man immer. Brokkoli, wie gesagt, weil wir machen heute Kartoffelgratin mit Brokkoli. Dann ganz viele Bananen. Wir wollen nämlich auch so sein wie diese Johanna, nur noch Bananen essen. Guckt unsere Reaction dazu, Leute. Lacht gleich, oder? Ey, lass doch wirklich heute nur Bananen essen. 60 Bananen am Tag. Ich glaube, mit sie fasten ihr öfter unterwegs. So, 5 Bananen. 5 Bananen. Nachspeise 6 Bananen. Nachtisch Bananenpudding. Ja. Ich habe noch einen Granatapfel mitgenommen, weil ich dachte mir so, wir könnten, wenn wir Sahur machen und wir essen so Pudding oder so, dann mache ich das so als Topping. Hey, wollen wir jetzt alles begründen? Ich habe Müllbeutel genommen, weil wir müssen Müll entsorgen. Sahne. Weil ich eine süße Sahne will. Butter. Sahne. Käse. Kartoffeln. Noch mehr Sahne. Zitronen. Rucola. Mascarpone. Lumi. Eier. Heidelbeeren, Tomaten, Zucker, Mandelmilch gesüßt, beste Milch, Skrrr. Und Gurke. Und solche Berliner, die aber länglich sind und mit Kakao gefüllt sind. Wollten wir mal ausprobieren. Ja, das ist unser Nachtisch. Und das Allerwichtigste für Ausländer, Brot. Wichtig, richtig. Ein richtiger und wichtiger Bestandteil. Leute, ich schwör's euch. Wir schneiden jetzt das Video, ja. Reaction, dann ganz viel Laptoparbeit und dann eigentlich... Können wir direkt anfangen, weil... Nee, weil dann fange ich schon mit dem Nachtisch an. Ja, Schatz. Hey, Daya. Wie geht's? Wie geht's dir? Oh, gut, da ist gut, Alhamdulillah. Bei euch? Wie läuft das Fasten? Sehr gut. Bei euch? Oh, es läuft auch alles gut. Kommst du heute zu uns, oder? Nein, heute nicht. Oh, perfekt. Ja, nur Spaß. Nee, weil ich wollte gerade anfangen zu kochen, deswegen dachte ich mir so, kommst du oder kommst du nicht? Weil, weißt du, je nachdem muss ich natürlich dann dreimal mehr kochen oder normal? Nein, da ist leicht. Ja, irgendwie sehen die jetzt nicht uns, aber auch nicht das Essen. Ich dachte, die wollen uns sehen. Holla und ich, wir diskutieren gerade. Wollt ihr eher sehen, was wir kochen? Oder wollt ihr eher unser Gesicht sehen? Und hab Tutti gesagt, Digga, ich koch nicht so, ich bin kein Kochkanal. Ganz kurz, es sieht aus, als wären wir die Kopflosen. Hi Leute, wieder bei den Kopflosen. Wir kochen heute, Digga. Ja, aber ich glaube, euch interessiert es. Oder wir können auch so kochen. Ja, ich war letztens auch ganz entspannt wieder laufen. Ich hab jetzt wieder einen Arzttermin wegen Rückenschmerzen. Unsere Beine danach so, wie bei einem Pferd, oder solche Muskeln. Aber jetzt fühle ich mich wie diese Omis, die so kochen. Mein Kind, seid hin, ich bin sofort da. Ja, es gibt einen Job, da wird jemand bezahlt, nur um zu schälen. Weißt du, wie anstrengend schälen ist? Oder meine Finger werden sterben. Ich würde den Job nicht nehmen. Vor allem, wie bewirbt man sich? Ich mag Kartoffeln. Ich
Habt die Liebe zum Schälen gefunden? Ich dachte immer, dafür gibt es so Maschinen, die das machen. Nee, wir dachten auch, 2024 gibt es fliegende Autos. Auch wir? Wir sind der kopflose Kanal. Oh, guck mal hier. Einfach nur die Hälfte. Du wolltest die so kochen. Ey, Leute, ganz kurz. Guck mal, Totti wollte die so kochen. Einfach halbieren. Ich so, Totti, wir müssen die schon mundgerecht schneiden. Wir müssen jetzt nochmal vierteln. Guck so. Das ist schon groß. Das ist schon groß. Aber das kann man essen, weißt du? Ja. Aber Totti hat die einfach halbiert und gesagt, wir essen die so. Ich finde sogar das da wurde nochmal halbiert. Ich finde das sogar auch zu groß. Ja, ich viertel die, wie gesagt. So. Ey, geil, sind die so klein. Jetzt passt's. Oh. Was? Er wurde die überhaupt geteilt? Wir sind ein bisschen nervös vor Kameras. Unser erstes Mal auf diesem neuen YouTube-Kanal. Bitte. Sollen wir zwei Brokkoli machen oder einen? Zwei. Zwei? Wir haben das letzte Mal gemacht und ein Brokkoli war ein bisschen zu wenig. Okay. Aber das geht so schnell und dann machen wir zwei. Yes. Das Ding ist, ich mache parallel auch noch meinen TikTok-Corner. Ich muss hier ASMR machen. Deswegen checkt unbedingt für das TikTok ab. Hanna! Kennst du dieses Tor? Tor? Nee, Mann, ich weiß nicht. Und dann Tor so. Ne? So war heute die Nadel in meiner Hand. Gut. Beim Kartoffelgratin macht jeder die Soße immer ein bisschen anders. Ich nehme einfach nur zwei so diese dicken, fetten Cremosano. Ja, mit 15% Fett und dann noch so ein Fix-Gratin einfach und noch ein bisschen Wasser. Nee. Zack. Das soll dann so aussehen. Jetzt schön die Form einfetten. Das ist mir zu langsam. 10, 9, 8, 7. Dumme Handys runtergefallen. Egal, keine Stopps, nicht ablenken lassen. 4, 5, 7. Was? 3, 2, 1, Stopp. Kennst du es so? Kennst du beim Kochen mal? Ja. Und danach probieren die es. Das schmeckt fabelhaft. See you in 20 minutes. Jetzt mal auf Spanisch. Barista. Minutes. Ihr kennt uns, wir essen nie ohne Salat. Die mache ich jetzt schnell. Guck mal, wie lecker der aussieht. Wow. Ey, wir müssen die ganze Zeit runterkommen. Das sieht auf jeden Fall richtig lecker aus, Leute. Jetzt kommt der Bäcker. So, jetzt ist Horner drin. Jetzt kommt der schwierigste Part. Ich weiß nicht, ob ihr das nachmachen könnt. Ihr kauft euch Baguette und schneidet es in Scheiben. Bruder, sagt, es ist nicht im Internet zu hart. Bro, ich sag dir ehrlich, das dafür muss man ein bisschen die Kuh haben, aber ich glaube an euch, ihr schafft das. Oh, sagt den auch, das ist sehr wichtig. Damit es auch richtig macht, ihr müsst so schneiden, nicht so. Ja, genau. Weil Leute schneiden so, nein, ja. So herum, habt ihr ja auch schon gesehen. Das ist das Ding. Ist falsch. Und es muss gleich dick sein. Hier. Es ist gerade ein Kampf gegen die Zeit, weil wir fangen rechtzeitig an, aber Tutti nimmt TikTok auf und wir nehmen YouTube auf und dann zögert sich das alles so in die Länge und jetzt sind wir... Also quasi ist eure Schuld, dass wir jetzt zu spät brechen. Deswegen, wenn ihr liked, ist okay, dann sind wir quitt. Oder abonniert einfach. Positioniert euer Brot immer in so ein schönes Gefäß. Macht so huge difference. So, ich weiß, wir alles da rein. Verteilen die noch so, wisst ihr, dann sieht es ein bisschen so, oh mein Gott, wilde Maus. Ich habe eins vergessen. Wow, ey, das sieht so lecker alles aus. Mir reicht schon Brot. Oh yeah. Oh yeah. Hanna. Du hast richtig Hunger, gell? Hunger. Wow. Oh, sieht gut aus. Alter, der sieht fresh aus. But not fresher than this dude right here. Mhm. Vielen Dank. Hast du super hinbekommen. Oh yeah. Oh, oh, wow. Dude, ich glaube, ich schaffe nicht so viel, aber es sieht sehr gut aus. Mach's so, Alter, okay? Sieht das saftig aus. Reicht das? Ja. Tonchi, Teller. Ey, wir lassen uns das jetzt schmecken. Bismillah. Ich hoffe, euer Fast wird angenommen. Inshallah, genauso wie unseres. Mm, schmeckt so gut. Macht's unbedingt nach, weil es geht so schnell und es sättigt. Das könnt ihr dann auch, Leute, diese Woche machen. Ja. Wie schmeckt's? Ey, mach mal einen Koch-Channel, ja? Warte mal. Es war zu spät, um ins Gym zu gehen. Wir waren auch gerade mit Numigassi und Leute, wir haben jetzt einfach Workout zu Hause gemacht. Die heißt Chloe Ting. Alter. Die gibt euch wirklich einen Ting. Ja, die gibt wirklich einen Ting. Das Ding ist halt, Pamela Reif ist auch sehr gut, aber Chloe Ting, probiert die mal aus, die macht wirklich gute Workouts. Das Ding ist, die macht es. Die macht es auf menschlicher Basis. Bei Pamela Reif, Bro, du musst Roboter sein, um das zu schaffen. Das ist so schwer. Komm, hey. Das ist für dich, Tutti. Und das ist unser Sahur. Leute, wir werden die Tage wieder mitvloggen. Mhm. Seid gespannt, wir nehmen euch auf jeden Fall mit. Seht ein Like und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Ciao.